Herzlich willkommen zu einer neuen Videoführung durch die Dauerausstellung des Deutschen Marinemuseums. Wir widmen uns heute der Zeit nach 1990, nach der deutschen Wiedervereinigung, nach der Vollendung der deutschen Einheit und betreten damit eigentlich ein Kapitel, in dem die Kompetenz des Historikers endet. Denn im Grunde landen wir jetzt im Bereich der Zeitgeschichte. Weniger Fakten kann ich Ihnen präsentieren als einige Entwicklungslinien von Entwicklungen, die heute noch im Fluss sind, deren Dynamik bis heute anhält. In den nächsten Führungen, darauf dürfen Sie sich schon freuen, werden wir uns dann den Museumsschiffen im Freigelände annehmen. 1990, die Wiedervereinigung kam unverhofft und mit ihr ändert sich das globale Weltbild. Der Ost-West-Konflikt ist Geschichte, die USA wachsen zur zumindest vorübergehend einzigen und letzten Supermacht auf. Die Bundesrepublik nun frei von dem Konflikt der innerdeutschen Teilung und einem drohenden Bruderkrieg auf eigenem Territorium soll einer ihrer neuen Größe angemessene Rolle in der internationalen Sicherheitspolitik spielen. Tatsächlich relativieren sich die euphorischen Friedenshoffnungen nach der Vollendung der deutschen Einigung auch bald. Waren einige davon ausgegangen, dass man nun in ein quasi ahistorisches Zeitalter übertreten würde, in dem Kriege keine Rolle mehr spielen, zeigt sich, dass viele Konflikte, die durch diesen Großkonflikt zwischen West und Ost überlagert worden sind, nun auf einmal aufbrechen. Es gibt regionalere Konflikte von einer ungeahnten Brutalität und die internationale Staatengemeinschaft fordert, dass die Bundesrepublik sich nun angemessen engagiert in einem der ersten Konflikte dieser Zeit, dem Überfall Iraks auf Kuwait. Kann sich die Bundesrepublik noch heraushalten, während die NATO ihre Truppen aus dem Mittelmeer abzieht, soll die Bundesmarine, die sich nun Deutsche Marine nennt, lediglich die damit klaffende Präsenzlücke im Mittelmeer schließen. Unser größtes Museumsschiff, die Mölders, wird ins Mittelmeer entsandt im Rahmen der Standing Naval Force Mediterranean. Gleichwohl ist schon vielen in der Bundesrepublik dieses Engagement zu viel. Wir sehen hier ein Protestplakat. Die Mölders zieht in den Krieg. Sie zog mitnichten in den Krieg. Sie zog lediglich ins Mittelmeer. Das Bild, den Kreuzer Köln unter der Hochbrücke im Nordostseekanal zeigend, evoziert aber natürlich bewusst die 30er Jahre, um sozusagen das Menetekel eines großen drohenden Krieges zu zeichnen. Tatsächlich wird der Dienst in den Streitkräften wieder gefährlicher. Die Bundeswehr muss sich darauf einstellen, dass auch wieder Verluste in bewaffneten Kämpfen Realität zu werden drohen. Im Jahr 2008 wird das Ehrenkreuz für Tapferkeit der Bundeswehr gestiftet. Es orientiert sich am Erscheinungsbild des Ehrenkreuzes der Bundeswehr. Wir alle haben noch die ikonischen Bilder der in die beiden Twin Towers des World Trade Centers krachenden, entführten Flugzeuge vor Augen. Am 11. September 2001 entführen islamistische Terroristen 4 Flugzeuge, mit denen sie versuchen, Ziele auf dem Gebiet der USA anzugreifen. 2 krachen in New York in die Twin Towers. Fast 3000 Menschen verlieren ihr Leben. 1 Flugzeug kracht in das Verteidigungsministerium der USA, in das Pentagon. 1 Flugzeug
wird von beherzten Passagieren zum Absturz gebracht, die damit Schlimmeres verhindern. Es ist ein Schock für die gesamte westliche Welt. Auf hoher See begegnet an diesem Tag am 11. September 2001 der deutsche Zerstörer Lütjens, ein Schwesterschiff der Mölders, den amerikanischen Zerstörern USS Winston Churchill und USS Gonzales. Der Kommandant Michael Meding setzt spontan ein Telex an die Amerikaner ab, indem er proklamiert: We stand by you. Die Besatzung enthüllt ein Transparent, das an der Reling gezeigt wird. Später wird die Besatzung in die USA eingeladen und erhält als Dank für ihre symbolische Tat, die den Amerikanern Unterstützung signalisiert, diese Flagge des Kapitols. Tatsächlich ändert sich aber mit 2001 alles. Die Amerikaner schmieden eine sogenannte Koalition der Willigen. Es kommt zu den internationalen Einsätzen Operation Enduring Freedom und Active Endeavor, an denen sich die Marine beteiligt. Die Bundesrepublik folgt den Amerikanern und dieser sogenannten Koalition der Willigen, aber nicht in allen Pfaden. Sie folgt ihnen nicht auf dem Weg in den Irak. Und insofern mag man nicht erst seit Trump auch ein kleines Fragezeichen aus heutiger Perspektive hinter We Stand By You setzen. In den letzten 20 Jahren verändert die NATO ihre Gestalt. Gerade in jüngster Zeit wurde wieder darüber diskutiert. Der französische Präsident Macron hat in einer überspitzten Formulierung möglicherweise die NATO für hirntot erklärt. Wie wenig der Historiker eigentlich geeignet ist, um diese Dynamik zu erläutern. Wir befinden uns in diesem Kapitel im Hier und Jetzt. Als leitmotivisches Schiffsmodell in diesem Ausstellungsabschnitt sehen wir hier ein Modell des Einsatzgruppenversorgers Berlin. Es handelt sich um die größten Kriegsschiffe, die die deutsche Marine nach 1990 baut. Auf den ersten Blick, so weitgehend ohne Geschütze, kommt es zivil daher, fast wie ein graues Containerschiff, und steht damit symbolisch für etwas, womit sich die bundesdeutsche Bevölkerung immer schon besonders gut mit ihren Streitkräften identifizieren konnte, dann, wenn diese Streitkräfte in erster Linie helfend auftraten. Das sehen wir schon in der Geschichte der alten Bonner Republik, als die Bundeswehr sich ihre Meriten nach der Sturmflutkatastrophe Anfang der 60er Jahre verdiente. Das sehen wir aber auch nach der Wiedervereinigung, als die Bundeswehr bei der Hochwasserkatastrophe der Oderflut eine Rolle spielt und damit quasi im Osten Deutschlands ankommt. Das sehen wir aber auch in internationalen Einsätzen, etwa als dieses Schiff 2005 nach der Tsunami-Katastrophe in Bandar Aceh in Indonesien eingesetzt wird. Gleichwohl verkennt man die Aufgabe dieses Schiffes, wenn man es zu einem zivilen Hilfsschiff quasi deklariert. Der Name Einsatzgruppenversorger verweist darauf, man baut diese Schiffe, um Einsatzverbände fernab der Heimatgewässer längere Zeit durchhaltefähig unterstützen zu können. Denn während sich das Szenario des Kalten Krieges wieder vor der deutschen Haustür oder quasi auf deutschem Territorium abspielte, erweitert sich der Einsatzradius der Bundeswehr massiv. Wir sehen das auf dieser Medienstation, Einsätze nach 1990. Wenn wir sie alle antippen, dann ist im Grunde genommen der gesamte Bereich zwischen Europa, Afrika und dem Nahen Osten voll von Fähnchen an Einsätzen, in denen die deutsche Marine in der einen oder anderen Form involviert war, und das in einer Zeit, in der die Streitkräfte massiv abgerüstet
wurden. Die sogenannte Friedensdividende forderte die Reduzierung der Streitkräfte. Wir haben also auf der einen Seite eine Reduzierung der Streitkräfte und auf der anderen Seite ein Wachsen der Aufgaben. Es ist nicht allein die materielle Seite, die herausfordernd war. Mindestens so herausfordernd ist der gesellschaftliche Wandel und mindestens so dynamisch wie die gesamte Epoche ist auch der gesellschaftliche Wandel in der Bundeswehr. Diese drei Objekte mögen dafür stehen. Fangen wir mit dieser Uniform an, die es so nie gegeben hat. Es ist die Uniform in der von mir aus gesehen linken Körperhälfte, die den Soldaten als Angehörigen, als Offizier der Volksmarine zeigt. Und in der rechten Körperhälfte wird er als Angehöriger der deutschen Marine gezeigt. Mit nur wenigen Änderungen konnten Soldaten, die aus der Volksmarine in die Bundesmarine übernommen wurden, ihre Uniform anpassen, bis klar wurde, ob sie eigentlich übernommen wurden oder nicht. In dieser Ähnlichkeit kommt vielleicht zum Ausdruck, warum diese Schaffung der Armee, der Einheit, wie sie genannt wurde, vielleicht so reibungslos funktionierte, weil die Strukturen von Streitkräften in West- und Ostsee durchaus ähnlich waren, wenn auch, wie in der letzten Folge angesprochen, ihre inhaltliche Verfasstheit durchaus unterschiedlich war. Die Herausforderung, die Angehörigen eines potenziellen ehemaligen Gegners nun in die eigenen Reihen zu integrieren, ist historisch ein seltener Umstand. Erschwert wurde diese Aufgabe durch die in den 2+4-Verträgen festgeschriebene Auflage, die Bundeswehr massiv zu verkleinern. Der nächste gesellschaftliche Wandel wird in dieser Uniform deutlich, die abgesehen von den Dienstgradabzeichen so gar nicht wie eine Marineuniform daherkommt. Man sieht einerseits den Flecktarnanzug, der vielleicht das Symbol für die Einsatzorientierung der Bundeswehr schlechthin ist. Wir sehen aber auch das helle Blau der Vereinten Nationen an Helmbezug und Barett. Sie verweisen auf einen ganz wesentlichen Umstand, der die Legitimation des Einsatzes der Bundeswehr betrifft. In der Zeit des Kalten Krieges war das Credo gleichsam das Dogma, die Fokussierung auf den Artikel 87a des Grundgesetzes. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf und man unterstrich quasi doppelt das Wort zur Verteidigung. Es ging allein um die Verteidigung des deutschen Hoheitsgebietes. Im Zuge der aufbrechenden Konflikte, vor allem des gleichsam traumatischen Jugoslawien-Konfliktes, der sich in einem auch den westdeutschen geläufigen Feriengebiet abspielte, mit einer Brutalität, die man seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hatte, kam es zu einer neuen Rechtsprechung zu einer Rechtsklarstellung des Bundesverfassungsgerichtes, das sehr deutlich herausstellte, dass der Bund sich nach Artikel 24 des Grundgesetzes zur Wahrung des Friedens internationalen Systemen kollektiver Sicherheit anschließen können, wie es eben die NATO darstellt, wie es die Vereinten Nationen darstellen. Also ein fundamentaler Wandel und eine Ausweitung der Aufgaben der Bundeswehr. Schließlich sehen wir hier eine weibliche Marineuniform mit einer Kopfbedeckung, die es in der Bundeswehr nur wenige Jahre gegeben hat. Im Kalten Krieg war mit Ausnahme des Sanitätsdienstes und des Militärmusikdienstes der Einsatz von Frauen in der Bundeswehr undenkbar. Die Klage einer abgelehnten freiwilligen Bewerberin führt dazu, dass die Bundeswehr seit 2001 für alle Laufbahnen Frauen in den Streitkräften einstellen musste. Heute ist der Dienst von Frauen in den Streitkräften eine Selbstverständlichkeit und das Gesicht der Bundeswehr im wahrsten Sinne des Wortes immer weiblicher geworden. Ein weiterer Wandel jüngerer Zeit, den wir in dieser Vitrine nicht ausstellen,
auf dem wir sozusagen den Blick einmal nochmal zurück in den Kalten Krieg werfen müssen, ist dieser Wehrpflichtspind. Spinde von Wehrpflichtigen gehören in der Bundeswehr seit 2011 der Vergangenheit an. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, nicht abgeschafft. Seitdem ist die Bundeswehr eine reine Freiwilligenarmee, die auf dem zivilen Arbeitsmarkt in einer von demografischem Wandel geprägten Zeit mit dem zivilen Arbeitsmarkt um Bewerberinnen und Bewerber konkurriert. Wir sehen, wie dynamisch sich die Bundeswehr entwickelt, denn das sind nicht nur strukturelle Veränderungen, das sind auch massive gesellschaftliche Veränderungen, dieser neue Auftrag, die neue Zusammensetzung der Bundeswehr und letztlich auch die Legitimation des Dienstes in den Streitkräften. Das letzte Objekt, was wir Ihnen hier in dieser Ausstellung zeigen, ist dieser Außenbordmotor, den somalische Piraten im Jahr 2009 verwendet haben, um einen Akt der Piraterie zu versuchen, vor den Gewässern Somalias, einem bürgerkriegsgeschüttelten und hungergeplagten Land, voll innerer Zerrissenheit, vor dem sich Ende des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre, der Nullerjahre, die Akte der Piraterie häuften, weshalb die EU die Operation Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie und zur Sicherung des World Food Programs, mit dem Somalia mit Lebensmitteln versorgt werden sollte, durchrang. Dieser Außenborder steht aber vielleicht im Kontrast zu diesem hochmodernen Kriegsschiff für einen Aspekt, der eigentlich die Konflikte dieser Zeit prägt, für die Asymmetrie der Kriegführung. Ein handelsüblicher Außenbordmotor, wie man ihn bei jedem Schiffsausrüster kaufen kann, wird benutzt für eine Aggression, zu deren Bekämpfung man einen militärischen Großverband in Marsch setzt. Es ist dieses Auseinanderklaffen von Möglichkeiten, dieses Zerfließen der Grenzen zwischen militärischem Konflikt und Frieden, die nicht mehr Erkennbarkeit von Kriegsteilnehmern, die die Situation unübersichtlich macht und die den Konflikten der heutigen Zeit ein völlig anderes Gepräge gibt, als wir es im Kalten Krieg gehabt haben, wo die Konfliktparteien in den hochgerüsteten Armeen deutlich wurden. Wir sind mit diesem Objekt am Ende unseres Rundgangs durch die Dauerausstellung angekommen. Wir sind bei einer Konfliktlinie angekommen, die unsere Gegenwart noch prägt. In den nächsten Führungen unserer Ausstellung werden wir uns mit der Epoche, die wir in den letzten zwei Führungen gesehen haben, dem Kalten Krieg und der Zeit der Globalisierung nach 1990, multipolare Konflikte, weiter am Beispiel unserer dort ausgestellten Museumsboote und Schiffe beschäftigen. Ich freue mich aufs Wiedersehen mit Ihnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und herzlichen Dank fürs Zuschauen.